Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute etwas sehr Besonderes. Und zwar Leuchten als echter Werkzeugfan Edition. Das sind wirklich Leuchten, die speziell für euch, für uns gemacht worden. Und zwar für echte Werkzeugfans. Denn diese Leuchte hält 27 Jahre. Und natürlich kannst du wieder etwas gewinnen, und zwar diese Leuchte, die große Hybridleuchte, 5500 Lumen, mit der Möglichkeit, verschiedene Akkusysteme drin zu benutzen. Und alles, was du dazu machen musst, einfach unten in die Kommentare schreiben, was hättest du noch alles mit der Leuchte getestet. Heute machen wir es mal genau andersrum. Bevor ich euch sage, warum die 27 Jahre hält und was das hier mit diesen Adaptern auf sich hat und warum 60 Hersteller, testen wir erstmal, wie robust ist die eigentlich. Mensch, was war denn da los? Die Leuchte hat wirklich alles weggesteckt und hat wunderbar funktioniert. Auch hinterher hast du noch gesehen, sie leuchtet halt immer noch. Woran liegt das aber eigentlich? Erst einmal, wir haben hier IP54. Das heißt, die Leuchte ist spritzwassergeschützt. Haben wir gerade gesehen, aber ein bisschen übertrieben. Und sie ist staubgeschützt. Ich glaube, das hat sie auch gerade bewiesen. Ist überhaupt kein Problem. Liegt unter anderem aber daran, dass die ganzen Teile hier entsprechend abgedichtet sind. Aber selbst sowas wie das Batteriefach, was wir hier haben, oder Akkufach in dem Fall, hat hier eine umlaufende Dichtung. Genauso wie auch der Schalter, den wir hier haben, oder Taster in dem Sinne, so, das auch hat. Das ist eine, das heißt, wir haben hier erstmal die grundsätzliche Zertifizierung dafür, IP54, aber wir haben hier auch so eine Gummiapplikation hier ringsrum, dass wir hier entsprechend hier auch eine sehr hohe Robustheit haben. Wir haben auch eine extreme Robustheit mit IK08, also mit der Einstufung IK08 hier vorne beim Glas, beziehungsweise Glas ist nicht, bei dem Kunststoff, und ich zeige euch das mal. Komm, Trommel drauf. Dafür ist eigentlich nicht da, aber wirklich ist erstaunlich, was hier das aushält. Ist hier übrigens genauso. Ja? Und das macht die Geräte zu etwas, was man auf der Baustelle natürlich sehr gut nutzen kann. Wenn ich die Videos starte, ist es ja so, dass ich immer wieder den Spruch sage, hallo Werkzeugfans. Weil wir sagen, von Werkzeugfans für Werkzeugfans. Und deswegen haben wir auch wirklich die Marke echte Werkzeugfans ins Leben gerufen. Und das sind die ersten Leuchten aus dieser Edition. Wir wollen für wirkliche Werkzeugfans entsprechend gutes Werkzeug rausbringen. Und deswegen haben wir vor einiger Zeit ja Folgendes gemacht. Vor einiger Zeit haben wir den Kroklok echte Werkzeugfan Edition rausgebracht. Ja? Hier wirklich gebrandet, auch in den Farben blau, rot, mit unseren Aufklebern und so weiter und so fort. Weil es ein wirklich, wirklich gutes Werkzeug ist und für Werkzeugfans eine echte Bereicherung ist, auch im Alltag bzw. vor allem auch in kleineren Werkstätten oder auch mobil im Einsatz. Aber da werdet ihr demnächst noch einiges dazu sehen. Und deswegen ist es so, dass wir gesagt haben, Leuchten fehlen doch noch hier im Angebot. Und deswegen gibt es jetzt hier Leuchten als echte Werkzeugfan Edition. Und deswegen haben wir hier eine etwas größere, eine etwas kleinere, hier mit 5500 Lumen. Und die kleinere hier hat 2900 Lumen. Jetzt ist es ja so, dass echte Werkzeugfans natürlich auch in verschiedenen Akkusystemen zu Hause sind. Wir haben ja hier eine Hybridleuchte, ergo, wir können das hier mit dem Akku und mit dem Kabel betreiben, da kommen wir gleich noch dazu, und hier eine reine Akkuleuchte.
Aber echte Werkzeugfans, habe ich ja schon gesagt, haben verschiedene Akkusysteme. Vielleicht auch mehrere, die einzelnen von euch. Und deswegen ist es so, dass wir gesagt haben, natürlich muss das hier für jeden von euch auch passen. Ja, und nicht nur für diejenigen, die nur Makita haben oder die nur Dewalt haben und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so, dass es hier entsprechende Adapter dazu gibt. Ja, die Adapter passen entsprechend auf das jeweilige Akkusystem. Ihr könnt im Akkusystem von Dewalt unterwegs sein, von Makita, von Festool, von Milwaukee, aber auch zum Beispiel von Bosch. Wir schauen uns das gleich mal an. So, von Bosch haben wir hier. Das heißt hier auch in der M-Share, ist ein, quasi ein M-Share-Akku, also in dem Fall ist jetzt kein M-Share-Akku, aber na, eigentlich ja schon, weil M-Share ist ja eigentlich die Akku-Allianz von Bosch. Ergo, die ganzen Akkus von Bosch passen in andere Hersteller und andere Hersteller wiederum haben Bosch-Akkus. Und das ist auch der Grund, hier wiederum ist ein Metabo-Akku jetzt eingesetzt. Das heißt also, wir haben CAS und M-Share mit an Bord. Ergo, über 60 Hersteller Akkus, die wir hier entsprechend einsetzen können. Ja, weil bei CAS ist es so und auch bei M-Share, dass wir wieder weitaus jeweils, glaube ich, mehr als 20 schon in der Allianz drin haben. Und dementsprechend ist es so, dass wir wirklich ein Multi-Battery-System haben und das Ganze relativ leicht für euch umsetzbar ist. Denn wir können Folgendes machen. Ihr habt hier Adapter, wie den hier zum Beispiel. Und den können wir, jetzt haben wir hier Bosch zum Beispiel. Ich nehme erstmal Bosch. Ihr seht, einsetzen und kommt Licht raus. Sollte so sein. Und ich zeige euch mal, wie einfach man das umbauen kann. Ihr habt einfach hier eine Schraube, die löst ihr raus. Jetzt nehmt ihr einen anderen Adapter, das hier ist Dewalt, setzt den hier ein, nehmt ihr die Schraube, setzt. Setzt das Ganze hier ein. So, jetzt haben wir Dewalt und Milwaukee, ist derselbe Adapter. Rein und leuchtet. Die Adapter hier haben einen riesen Vorteil und zwar, dass man sie festschraubt. Das ist gar nicht so schlecht, denn es gibt auch andere Hersteller mit anderen Adaptern. Da ist es so, dass unter starker Erschütterung es schon mal passieren kann, dass so ein Adapter rausfliegt. Schaut mal hier. Ja, es hält, da fällt nichts ab, da fällt nichts raus. Das ist ein riesen Vorteil, weil es kann ja schon mal passieren, dass diese Geräte umkippen oder irgendwie auch mal vom Stuhl runterfallen oder. Das ist ja echt ärgerlich, wenn dann der Adapter mal rausfällt oder der Akku rausfällt und das Licht ausgeht. Das muss nicht sein und das ist hier anders gelöst, weil es wirklich richtig gut fixiert ist. Apropos Adapter, da müssen wir jetzt mal über den Preis sprechen, denn ich finde das wirklich super gelöst, was die Jungs sich da im Verkauf ausgedacht haben. Denn es ist so, du kannst diese Leuchte kaufen, zum Beispiel diese hier, für rund 80 Euro. Übrigens, alle Preise findest du nochmal und alle Links auch unten im ehrlichen Preisvergleich, unten in der Videobeschreibung oder halt einfach auf gutholz.de gehen. Jetzt ist es so, dass die Leuchte hier 80 Euro kostet mit einem Adapter. Du kannst dir auswählen, in welchem Akkusystem du unterwegs sein möchtest. Du kannst diesen Adapter dazu nehmen, hast hier 80 Euro das Gerät. Oder hier zum Beispiel hast du 160 Euro das Gerät, beziehungsweise auch mit einem Adapter, beziehungsweise du kannst auch sagen, nee, ich will alle Adapter haben, das ist überhaupt kein Problem, sondern du möchtest das Ganze haben mit Festool, mit Milwaukee, mit Makita und so weiter und so fort. Dann hast du hier einen Preis von rund 100 Euro und hier einen Preis von 180 Euro. Du kannst aber auch jederzeit das einfach nur mit einem Adapter kaufen und dann sagen, naja, in ein paar Monaten, nee, also Makita hätte ich doch noch mit dazu, obwohl ich eigentlich Dewalt habe oder. Das heißt, du kannst die Adapter auch einfach separat dazu kaufen, überhaupt kein Problem. Finde ich sehr nachhaltig, weil du erstmal nicht alle dazu kaufen musst, wenn du das möchtest oder nicht möchtest, beziehungsweise nicht auch gezwungen bist, naja, weil du Dewalt haben will, muss ich jetzt alle kaufen und zwei davon schmeiße ich meinetwegen wieder weg. Sondern dir auch hinterher überlegen kannst, was brauchst du noch zusätzlich. Einfach dieses kleine Stück kaufen und schon geht's los. Die sind uns auch sehr preiswert, auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Wir hatten euch gesagt, uns ist Qualität wirklich sehr, sehr wichtig und deswegen ist uns natürlich auch das Licht wichtig. Das heißt, ergo, wie ist das für euch, für euer Auge? Und da gibt es natürlich zwei Dinge, die entscheidend sind. Nummer eins, auch das Thema flackerfrei. Wie sehr flackert denn so eine Leuchte? Denn viele von euch kennen alte Baustrahler, alle alte LED-Baustrahler, war überhaupt kein Spaß, weil die geflackert haben, unangenehmes Licht gemacht haben und so weiter und so fort.
Hier ist es so, dass wir wirklich flackerfreies Licht haben. Ergo, du kannst keinerlei Frequenz wahrnehmen und hast den Vorteil, dass deine Augen dadurch nicht ermüden und vor allem, dass du keine Kopfschmerzen bekommst. Weil viele bekommen von solchen Baustellen Kopfschmerzen, haben wir hier überhaupt nicht. Wir haben es einige Mal auch getestet. Wir haben zum Beispiel mal ein Handy genommen, haben auf dem Handy geguckt, weil Handys sind sehr empfindlich, was das betrifft, und sehen ganz klar hier kein Flackern. Bei günstigen Versionen solche Leuchten flackern. Nicht schön, haben wir hier nicht. Nächstes ist das Thema Farbtreue. Denn wir haben hier Folgendes, und zwar, welche Lichtfarbe habe ich eigentlich? Ihr kennt das sicherlich, es gibt Warmweiß, Neutralweiß und so weiter und so fort. Hier ist es so, dass wir fast exakt 5000 Kelvin haben, in der hier gestrahlt wird oder das Licht hier rauskommt. Das ist Tageslicht. Und Tageslicht ist das, was wir als Menschen, auch als Auge, wirklich als am angenehmsten empfinden. Wir haben hier auch extra nochmal Folgendes, und zwar einen relativ geringen Blauanteil, der nochmal besser ist fürs Auge und der nochmal dafür da ist, damit du wirklich ermüdungsfrei und lange mit dem hier arbeiten kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, achte da wirklich drauf. Aber lass uns die einzelnen Leuchten nochmal genauer anschauen. Das ist erstmal der Grundzustand. Und ihr könnt das Ganze jetzt so hinstellen. So. Und dann so positionieren, wie ihr das braucht. Ihr könnt auch das Gelenk hier entsprechend lose drehen. So. Und dann ist es sehr leicht. Dann könnt ihr es auch genau da, wo ihr es hinhaben wollt, nochmal festziehen an der Stelle. So, jetzt ist es richtig fest und leuchtet entsprechend nach unten. Wir haben hier ja das Gelenk und wir haben hier in den Standfüßen haben wir Magnete. Ja, ihr seht, dass es, und damit könnt ihr es jetzt auch an metallischen Gegenständen festmachen. Wie zum Beispiel hier diese Metallpfeiler. Einfach dran und dann ausrichten. Im Fuß hier haben wir übrigens auch so einen Haken, den können wir hier rausziehen und dann das Ganze hier entsprechend aufhängen und befestigen. Finde ich schon sehr durchdacht, muss ich sagen, sehr clevere Sache. Und jetzt muss ich mal eine Sache aufklären, und zwar habe ich das die ganze Zeit schon nicht gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein, deswegen mache ich das jetzt. Wir hatten ja vorhin gesagt, das Ganze hält 27 Jahre. Warum eigentlich 27 Jahre? Trifft übrigens auf beide zu, ja? Auf diese und auch auf diese. Und zwar aus folgendem Grund. Die Lebensdauer, also wir haben hier 2 Jahre Garantie, überhaupt kein Thema, darum geht es aber gar nicht, sondern wir haben hier diese LEDs, haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Und wenn du jetzt den normalen Arbeitstag hast von 8 Stunden, kannst du das hochrechnen und dann kannst du ergo 27 Jahre am Stück jeden Tag 8 Stunden diese Leuchte hier laufen lassen und hast ergo quasi ein halbes Berufsleben diese eine Leuchte bei dir und nach deinem halben Berufsleben kaufst du neu und gehst damit in Rente. Das ist schon der Hammer, wie lange sowas hält. Und ich sag mal 50.000 Betriebsstunden. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber gucken wir uns die erstmal zu Ende an. Schauen wir uns hier mal die Rückseite an. Hier auf der Rückseite haben wir den Schalter oder den Taster zum Ein- und Ausschalten. Ich mache das auch mal. Das Ganze geht an auf voller Stärke. Dann könnt ihr es runterregeln. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch USB anzuschließen. Und zwar ist das wirklich ein Ladeport. Damit kannst du zum Beispiel dein Handy laden. Zusätzlich haben wir jetzt natürlich auch das hier jetzt die Abdeckung. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Hier können wir jetzt das Ganze wieder abnehmen, können das wieder austauschen, können ein anderes System auch einsetzen, wenn wir wollen. Hier wieder drauf, ganz kinderleicht wieder aufsetzen und schon geht's wieder los. Aber kommen wir jetzt zum Flaggschiff, und zwar der großen Hybridleuchte mit 5500 Lumen und damit wird der Raum schon ordentlich hell. Aber warum eigentlich Hybrid? Wir haben hier hinten das Akkufach, hatten wir vorhin schon mal so am Rande, glaube ich, mal gesehen, hier mit Metabo aktuell drin. Aber wir haben auch hier, Moment, wir haben hier auch ein Kabel, und zwar ein H07 Kabel. Das ist ölfest, säurefest und vor allem, es ist wirklich schön, also wie oft hast du schon Öl und Säure rumliegen bei dir, aber es ist ein wirklich schön flexibles Kabel. Ja? Und das ist keins von diesen Kabeln, die du einmal in eine Form bringst und sie dann für immer in dieser Form behalten, sondern das ist ein wirklich hochwertiges Kabel. Du kannst hier Folgendes machen. Erst einmal, du hast den Akku drin, schaltest hier ein, siehst, hier kommt Licht raus, alles kein Problem. Auch hier wieder der Schalter, der es in mehreren Stufen runterdimmt. Hier haben wir, ich zeige es jetzt auch mal, ja, hier haben wir den Metabo-Akku drin. Auch eine andere Möglichkeit, das zu verschließen, bleibt immer fest dran, sondern du kannst einfach hier rein, so und fertig, haben wir es dran. Aber wir können auch hier den Schutz entfernen und können das Kabel nehmen, hier einfach einstecken, festdrehen
um wieder auch das zu arretieren, beziehungsweise auch hier wieder die Dichtigkeit herzubekommen. Und schon könnt ihr es über das Kabel betreuen. Ihr habt hier aber auch eine Steckdose. Das heißt, ihr könnt hier ganz normal auch mit einem weiteren Gerät reingehen, ergo Strom hier rein. Und, wenn ihr eine Steckdose schon belegt habt, habt ihr hier dann trotzdem wieder das Ganze als zweite und könnt von hier weitergehen. Finde ich total sinnvoll, ergo du kannst hier an der Leuchte auch zum Beispiel dein Ladegerät wieder ranstecken für deinen Akku oder. Das heißt, du kannst hier wieder den Strom verteilen und kannst da losgehen. Lass mich mal schauen. Hier steht doch bestimmt auch drauf, mit welcher Last du das betreiben kannst. 16 Ampere. Das heißt, du kannst hier wirklich mit 16 Ampere weitergehen. Das ist schon ordentlich, kann man nicht sagen. Jetzt nehmen wir das mal wieder ab und schauen uns das noch mal ein bisschen genauer an. Und ab ist es. Eingeklemmt hier. Kommt die Abdeckung wieder drauf und drauf. Was du die ganze Zeit gesehen hast, ist, dass hier rastert. Schotter. So, also rastert hier ein. Finde ich super. Das heißt nämlich auch, dass es hier auch stehen bleibt und nicht dann so langsam hier wegrutscht. Das muss ja eigentlich keiner haben. Zusätzlich hast du übrigens hier auch die Möglichkeit, das auf einem Stativ festzumachen. Dazu gibt es hier eine Schraube, die wird mitgeliefert, um es hier entsprechend auf Stativplatten auch zu befestigen, wenn du es möchtest. Ja? Du kannst es natürlich auch hier wieder als Haken nehmen und die irgendwo auch hinhängen zum Beispiel. Oder. Und auch, was ich schon cool finde, muss ich sagen, also der Haken hier, der ist auch echt stabil. Es gibt ja so Wackeldackel, ihr wisst, was ich meine, wo man sagt, oh, weiß ich nicht, wie lange der hält. Das ist schon ein gutes Ding. Und was die Lampe aushält, Entschuldigung, die Leuchte aushält, das haben wir ja vorhin gesehen. Und falls ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, wozu sind diese komischen Haken denn eigentlich, die da oben dran sind, genau dafür. Das meine ich eben mit hochwertig und mitgedacht. Wir haben hier die Möglichkeit, das Kabel aufzuwickeln und nochmal, das sind so Kleinigkeiten, hier am Ende nochmal eine Schlaufe, um es wirklich hier so und zack, oh, es geht aber auch richtig gut rein hier, entsprechend festzumachen und dass hier nichts wieder abfällt. Und ihr seht, ja, das funktioniert. Und das sind eben die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen zwischen irgendeiner Leuchte und der echten Werkzeug-Fan-Edition, die wir hier haben, oder echten Werkzeug-Fan-Leuchten. Und zwar, bei beiden ist es so, was ich besonders toll finde, sind es diese Kleinigkeiten wie richtig gutes Licht, was wir hier entsprechend erzeugen, wirklich schon fürs Auge, eine richtig schöne Lichtfarbe und es ist robust und ordentlich gemacht. Und die Adapter finde ich auch super, dass man sie festschrauben kann und dass sie dann nicht einfach so rausrutschen bzw. auch immer funktionieren und dass du das für dich so konfigurieren kannst, wie du es brauchst. Vielleicht sagst du einfach, ja, ich möchte halt diese hier haben und kaufst sie so mit einem Adapter von meinetwegen Bosch. Und naja, aber ab und zu habe ich nochmal Makita-Akkus. Dann nehme ich mir nochmal diesen einen Makita dazu. Das ist, glaube ich, der hier, den Adapter mit dazu. Und hast hier dein System, was du halt brauchst. Finde ich mega gelöst. Falls du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du nochmal den ehrlichen Preisvergleich und noch mehr Informationen zu den Geräten. Ich freue mich auch auf eure Kommentare unter dem Video, denn denkt dran, ihr könnt das hier ja gewinnen, denn ihr solltet ja reinschreiben, was für einen Test sollten wir noch damit machen? Was sollten wir vielleicht noch rauffallen lassen oder drüberfahren oder explodieren lassen? Ich bin sehr gespannt, was euch noch einfällt. Vielleicht machen wir wirklich einen richtig großen Nachtest mit dem. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ran an die Leuchte und bis zum nächsten Mal.